Es gibt wirklich keine Grenzen für das, was die Menschheit bauen kann. Doch während einige Ingenieure rekordverdächtige Wolkenkratzer und riesige Tunnel gebaut haben, haben andere wahrhaft atemberaubende Megaprojekte geschaffen. Von Teleskopen mit Spiegel, die so groß sind wie ein Basketballfeld, bis hin zu Strukturen, die Diamanten in weniger als einer Sekunde schmelzen können und sogar Städten, die in unterirdischen Kuppeln eingeschlossen sind. Hat dir das schon die Sprache verschlagen? Dann warte ab, denn wir werfen jetzt einen Blick auf einige der seltsamsten und faszinierendsten Megaprojekte der Geschichte. Der Dubai Frame. Dubais ikonische Skyline ist eine Momentaufnahme, einige der höchsten Wolkenkratzer der Welt, und seit der Errichtung des Dubai Frame ist der Horizont perfekt, im wahrsten Sinne. Mit einer Höhe von 150 Metern befördert dieser makellose Frame die Besucher 48 Stockwerke nach oben und bietet von seiner 93 Meter hohen Aussichtsbrücke im Inneren einen himmlischen Blick auf die Stadt. So simpel seine rechteckige Form auch scheint, seine Konstruktion erforderte eine Menge Schwerstarbeit. Die Kosten für dieses riesige Bauwerk beliefen sich auf stolze 43,6 Millionen Dollar. Man könnte sagen, Dubai hat in das Ganze investiert. Dabei steckt hinter dem scheinbar einfachen Design eine Menge Drama. Das Projekt wurde nämlich von dem Architekten Fernando Donis entworfen, der den Entwurf für das Gerüst im Rahmen eines von der Regierung Dubais veranstalteten Wettbewerbs im Jahr 2008 einreichte. Fernando Donis gewann zwar den Wettbewerb und ein Preisgeld von 100.000 Dollar, erhielt aber nie einen Vertrag oder eine Entschädigung für die Nutzung seines Entwurfs, wie in den Wettbewerbsregeln versprochen. Also verklagte Fernando die Regierung von Dubai auf eine saftige Summe für geistiges Eigentum. Das Rechtssystem von Dubai gewährt der Regierung jedoch souveräne Immunität gegen alle Klagen. Das heißt, du kannst die Regierung von Dubai nicht verklagen, es sei denn, sie gibt dir die Erlaubnis, sie zu verklagen. Mann, es sieht so aus, als ob dieses Megaprojekt für Fernando zu einem Riesenärgernis wird. Die Pont Jacques Chaban Delmas. Wenn es dir so wie mir geht, findest du Zugbrücken wahrscheinlich absolut faszinierend. Es ist einfach toll zu beobachten, wie sich die Hebeelemente der Brücke, der sogenannten Baskülen, langsam anheben, um den Flussverkehr von kleinen Booten bis hin zu riesigen Kreuzfahrtschiffen passieren zu lassen. Aber selbst ich kann nicht leugnen, dass die meisten Zugbrücken auf einer altmodischen Technik beruhen, die noch aus der Zeit stammt, als die einzelnen Brückenteile mithilfe von Zügen und Gegengewichten angehoben und abgesenkt wurden. Diese erstaunliche Megastruktur hingegen ist die phänomenale Zukunft der Hubbrücken. Die Pont Jacques Chaban Delmas in Bordeaux, Frankreich, ist die höchste vertikale Hubbrücke in Europa. Das ist so, als würde man etwas, das so lang wie ein ganzes Fußballfeld ist, auf die Höhe eines 16-stöckigen Gebäudes heben. Und obwohl sie viel moderner aussieht als eine traditionelle Hubbrücke, hat diese Konstruktion auch einen großen Vorteil gegenüber den alten Zugbrücken. Die Gegengewichte dieser Brücke müssen nämlich nur so schwer sein wie das Deck, während die Gegengewichte einer Klappbrücke ein Vielfaches der angehobenen Spannweite wiegen müssen. Die berühmten 61 Meter langen Baskülen der Tower Bridge wiegen zum Beispiel insgesamt schockierende 2200 Tonnen, aber die 117 Meter lange Spannweite der Pont Jacques Chaban Delmas wiegt nur 2600 Tonnen. Das hört sich immer noch gewaltig an, aber die Baufirmen haben nur 3 Jahre gebraucht, um diese wichtige Superstruktur zu errichten. Aber der Bau hat stolze 195 Millionen Dollar gekostet. Meiner Meinung nach kann man etwas, das so befriedigend ist, nicht einfach mit einem Preisschild versehen. Apropos unbezahlbar befriedigend, wenn du noch mehr tolle Videos sehen willst, klicke unten auf die Gefällt mir und Abonnieren Buttons. So, Spaß beiseite, wo waren wir? Stiletto-Kirche. In der asiatischen Nation Taiwan ist das Christentum eine Minderheitsreligion, die nur 3,9% der bevorzugten Gebete der Bevölkerung ausmacht. Sie ist so klein, dass das Land kaum bedeutende christliche Stätten hat, mit einer sehr großen, sehr blauen und sehr seltsamen Ausnahme. Diese phänomenale 16 Meter hohe und 11 Meter breite Stiletto-Kirche sieht zwar aus wie eine überdimensionale Aschenputtel-Fantasie, ist aber tatsächlich eine Kirche. Das Anfang 2016 fertiggestellte bizarr blaue Gotteshaus wurde aus einem massiven Stahlrahmen gebaut, der mit 320 Paneelen aus getöntem Glas verziert ist. Während sie tagsüber ziemlich schrill aussieht, wird sie nachts von hunderten riesiger Neonröhren beleuchtet, im wahrsten Sinne.
Zugegeben, die Stadt hat nur 2 Monate für den Bau gebraucht, aber das ganze maßgeschneiderte Material und die Konstruktion haben kolossale $760.000 gekostet. Aber warum haben sich die Regierungsbeamten für dieses ungewöhnliche Design entschieden und nicht für etwas Traditionelleres? Nun, sie wurde in der bei taiwanesischen Touristen sehr beliebten Southwest Coast Scenic Area gebaut. Mit dem seltsamen Bau wollen die Behörden Geld verdienen, indem sie die Anlage für Hochzeiten und Fotoshootings vermieten und gleichzeitig mehr neugierige Touristen in die Gegend locken. Allerdings werden all diese Leute vielleicht nicht mehr lächelnd posieren, wenn sie erfahren, worauf sich das Design wirklich bezieht. Nach Angaben der Behörden wurde es in Form eines Frauenschuhs entworfen, um an die Mädchen zu erinnern, denen während des Ausbruchs der Schwarzfußkrankheit in Taiwan in den 1950er Jahren die Füße amputiert wurden. Wie romantisch. Die umgedrehte Pyramide von Bratislava. Die slowakische Hauptstadt Bratislava hat sich in den letzten Jahren der freien Marktwirtschaft zugewandt, aber die kurze Zeit unter dem sozialistischen Regime hat in der Stadt ein gewaltiges Zeichen hinterlassen. Wie du sehen kannst, sticht das seltsame Überbleibsel, das slowakische Rundfunkgebäude, im Norden der Stadt wie ein böser sozialistischer Daumen hervor. Obwohl es aussieht, als hätte jemand eine Pyramide auf den Kopf gestellt und in den Boden gerammt, war dieses 80 Meter hohe Megaprojekt einst die Spitze des marxistischen Bauwesens. Als 1967 mit dem Bau begonnen wurde, war es das erste Gebäude in der slowakischen Architekturgeschichte, bei dem Stahl für den Hauptrahmen verwendet wurde. Und nicht nur das. Durch die umgekehrte Form wurde die verfügbare Bürofläche maximiert, während im Inneren ein isoliertes Aufnahmestudio und ein Konzertsaal mit 520 Plätzen untergebracht werden konnten. Doch ein Jahr nach Baubeginn wurde die Slowakei, damals noch Tschechoslowakei, von der Sowjetunion überfallen. Der neue normalisierte Sozialismus, unter dem die Bürger als Interpretation des Marxismus leben mussten, wurde zu einer verachteten Erinnerung an die Unterdrückung. Während der Bau des Gebäudes fortgesetzt wurde, dauerte es erstaunliche 16 Jahre bis zur Fertigstellung. Doch als es endlich fertig war, betrachtete das Land es als hässliches Symbol seiner Vergangenheit. Ursprünglich sollte dieses seltsame, auf den Kopf gestellte Dreieck eines von vielen Gebäuden sein, die den Grüngürtel des Landes säumen. Doch wie du dir wahrscheinlich denken kannst, wurde dieser Plan zum Glück nie verwirklicht. Chinas Quarry Hotel. China ist die Heimat einiger wirklich innovativer Megaprojekte, wie zum Beispiel des größten Luftreinigers der Welt, des Billionen-Dollar-Wasserumleitungsprogramms und sogar des riesigen horizontalen Wolkenkratzers. Aber es gibt ein Projekt, das wirklich neue Höhen erreicht hat, oder besser gesagt, Tiefen. In den 1950er Jahren war der Shengkeng-Steinbruch nur einer von vielen Bergbaubetrieben rund um Shanghai. Doch als die Ressourcen versiegten, wurde die Grube einfach aufgegeben und dem Regenwasser überlassen. Aber 2006 wurde ein bahnbrechender Plan vorgeschlagen, um das riesige Loch, das weniger als 48 Kilometer von der geschäftigen Stadt Shanghai entfernt war, in ein einzigartiges Hotel zu verwandeln. Anstatt um die Grube herumzubauen, sollte das Hotel in ihr verankert werden, wobei einige Bereiche komplett unter Wasser liegen sollten. Während die Idee auf dem Papier atemberaubend aussah, war der Bau ganzer Stockwerke unter Wasser eine äußerst schwierige Aufgabe. Etliche Kubikmeter Beton, so viel, dass es für mehr als 22 olympische Schwimmbecken reicht, wurden allein für den Unterbau benötigt. Aber wenn man den ganzen Beton in den 90 Meter tiefen Steinbruch hinunterpumpte, trennte sich die Mischung. Die Ingenieure mussten sich also ganz neue Methoden ausdenken, um den Beton zu pumpen und wieder zu mischen, und meldeten im Laufe der Bauarbeiten 41 verschiedene Verfahren zum Patent an. Aber die Mühe hat sich gelohnt, denn 2018 wurde das Intercontinental Shanghai Wonderland Hotel mit dem Titel Tiefstes Hotel der Welt eröffnet. Nach 12 Jahren Bauzeit befinden sich nur 2 der 18 Stockwerke des Hotels über der Erde, während die beiden untersten Etagen komplett unter Wasser liegen. Aber das Einzige, was noch tiefer waren als dieses Hotel, waren die Taschen der Besitzer der Shimao Group, die satte $288 Millionen ausgegeben hat, um dieses Bauwerk aus der Tiefe zu holen. Und selbst mit so viel Geld wäre eine Nacht in diesem Hotel technisch gesehen immer noch ein Reinfall. Der Pekinger Wasserwürfel. Die chinesische Hauptstadt Peking beherbergt einige der beeindruckendsten und modernsten Megastrukturen der Welt.
Aber mitten in dieser innovativen Stadt steht ein Gebäude, das wirklich heraussticht. Obwohl es wie ein großer Kasten aussieht, der mit Blasen in Gebäudegröße gefüllt ist, handelt es sich dabei um das nationale Wassersportzentrum Chinas, auch wenn es einfacher als Beijing Water Cube bekannt ist. Es befindet sich neben dem berühmten und ebenso auffälligen Vogelneststadion, das du vielleicht noch von den Olympischen Spielen 2008 kennst. Als China 2001 zum Austragungsort der Olympischen Spiele gewählt wurde, verschwendete es keine Zeit und Kosten mit dem Bau einer Vielzahl brandneuer Sportanlagen. Und während das Vogelnest die Hauptattraktion war, wurde der Water Cube mit denselben Sternen behandelt. Es beherbergt 5 Schwimmbecken, eine Wellenmaschine, Fahrgeschäfte und Sitzplätze für 17.000 Zuschauer. Die Verkleidung hat noch eine zweite, geheime Funktion. Dank des Designs gelangen etwa 80% mehr Licht und Wärme in den Poolbereich, was die Energiekosten des Gebäudes um unglaubliche 30% senkt. Und das ist auch gut so, denn der Bau dieser Innovation hat sage und schreibe 140 Millionen Dollar gekostet. Ein wirklich teurer Pool. Das 30-Meter-Teleskop. Spiegelteleskope gehören wohl zu den wichtigsten wissenschaftlichen Geräten, die jemals von Menschen erfunden wurden. Sie funktionieren mit einer Kombination aus gekrümmten, konvexen Spiegeln, die das Licht zu einem Brennpunkt zurückwerfen, der ein nahes Bild von etwas weit entferntem erzeugt. Und je größer diese konvexen Spiegel sind, desto größer ist die Lichtsammelleistung und desto weiter kann man im Teleskop in den Himmel sehen. Leider steigen die Preise für konvexe Spiegel drastisch an, je größer sie werden, denn es ist sehr viel Arbeit, Zeit und Spezialausrüstung nötig, um sie perfekt zu machen. Aber wie teuer? Der größte bisher hergestellte konvexe Einzelspiegel der Welt hat einen kolossalen Durchmesser von 4,17 Metern, wiegt 3,5 Tonnen und kostete mehr als 20 Millionen Dollar. Glücklicherweise wurde 1992 der erste computergesteuerte segmentierte Spiegel für das Keck-Observatorium auf Hawaii entwickelt. Mithilfe von 36 aneinandergrenzenden Spiegelsegmenten schufen die Ingenieure einen 10 Meter breiten Spiegel, der in einer riesigen weißen Kuppel in 4145 Metern Höhe auf dem Berg Mauna Kea untergebracht ist. In dieser abgelegenen Höhe werden die Bilder des Teleskops weniger durch atmosphärische Störungen und Lichtverschmutzung beeinträchtigt. Aber wie die Sterne schläft auch die Wissenschaft nicht. Im Jahr 2000 schlugen Wissenschaftler vor, einen 30 Meter breiten Spiegel für ihr brandneues Bergteleskop zu bauen. Für dieses wahnsinnige Projekt wären 492 einzelne Segmente erforderlich. Mit dieser gewaltigen Größe wäre der Spiegel 12-mal leistungsfähiger als das Hubble-Weltraumteleskop. Große Ambitionen haben jedoch ihren Preis, denn die Fertigstellung wird rund 2,4 Milliarden Dollar kosten. Der Bau des 30-Meter-Teleskops begann 2014, aber lokale Demonstrationen gegen den Bau haben den Fortschritt zum Stillstand gebracht. Unabhängig von all den astronomischen Erkenntnissen, die es mit sich bringen könnte, ist es verständlich, dass Hawaii die Nase voll von riesigen Teleskopen hat. Alem Entertainment Center. Turkmenistan ist die Heimat einiger der ungewöhnlichsten sternenbesessenen Megaprojekte der Welt, so wie der achteckige sternförmige Hochzeitspalast, der ein 11-stöckiges Standesamt ist. Oder der turkmenische Fernsehturm, ein Kommunikationszentrum, in dem das weltweit größte architektonische Abbild eines Sterns gebaut ist. Das liegt daran, dass der achtzackige Stern ein historisches Symbol des Islam ist, das Turkmenistan in seinem Staatswappen verkörpert. Aber so seltsam und wundervoll die Gebäude auch aussehen, die das Bild enthalten, keines kommt an die sternförmige Seltsamkeit heran, die Turkmenistans Alem-Zentrum darstellt. Von vorne sieht es so aus, als ob dieses 95 Meter hohe Gebäude nur einen einzigen achtzackigen Stern enthält, aber von oben betrachtet sind auf dem Boden, auf dem es gebaut ist, noch viel mehr. Aber das ist nicht das Seltsamste an diesem Gebäude. Was glaubst du, was befindet sich im Inneren dieses rätselhaften runden Gebäudes? Ein riesiger Scheinwerfer oder das größte Ziffernblatt der Welt? Nun, es beherbergt tatsächlich das größte überdachte Riesenrad der Welt. Mit einer Höhe von 47 Metern kostete der Bau dieses wahnsinnig prunkvollen Bauwerks rund 90 Millionen Dollar. Doch trotz der herrlichen Aussicht auf die Sterne birgt die Fahrt nach oben auch ein paar unangenehme Überraschungen. So düster es drin auch sein mag, nachts macht es das Äußere wieder wett. Zu besonderen Anlässen wie dem Neujahrsfest wird das Gebäude in unzähligen Farben beleuchtet. Trotzdem glaube ich nicht, dass das ausreicht, um von dem Schrecken abzulenken, die sich in den Dachsparren verstecken. Die Bailang-Flussbrücke.
Die chinesische Stadt Weifang ist ein pulsierendes Zentrum des Lebens am historischen Beilangfluss. Aber es ist nicht der schöne Fluss, der die Touristen zur Brücke zieht, sondern das riesige Metallauge, das auf der Brücke thront. Dieses atemberaubende Bauwerk ist das Beilang River Bridge Ferris Wheel. Es wurde auf dem Sockel der Beilangbrücke errichtet und ist unübersehbar. Mit einem Durchmesser von 125 Metern und einer Gesamthöhe von 145 Metern ist es 9 Meter höher als das legendäre London Eye. Aber im Gegensatz zum London Eye fehlt diesem Riesenrad etwas sehr Wichtiges: die Speichen. Wenn man davon ausgeht, dass es sich nicht auf Hexerei verlässt, um Menschen zu befördern, wie funktioniert das? Diese Frage stellten sich viele Menschen während der Bauphase des Megaprojekts, in dem mehr als 4.600 Tonnen Stahl zu diesem komplizierten Gitterwerk verarbeitet wurden. An den Außenkanten des Stahlkranzes wurde dann ein riesiges Fahrwerk gebaut, das insgesamt 36 Wagen um sich herum drehen kann. Jeder Wagen kann bis zu 10 Personen befördern und bietet bei jeder 28-minütigen Rundfahrt eine unglaubliche Vogelperspektive für bis zu 360 Personen. Da es sich in dieser Höhe auch ganz ohne Speichen dreht, hat es sich auch den Titel größtes speichenloses Riesenrad der Welt gesichert. Aber das ist nicht so beeindruckend wie die Menge Geld, die in das Rad investiert wurde. Ursprünglich sollte es nur 88 Meter hoch sein, 3000 Tonnen wiegen und unglaubliche 24 Millionen Dollar kosten. Doch durch die weiteren Meter und das weitere Material wird die Zahl bei mindestens 50% mehr liegen, also wahrscheinlich 36 Millionen Dollar. Auch wenn es noch keine offiziellen Zahlen gibt, was glaubst du, wie viel das Ding gekostet hat? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Der Kreis von Guangzhou. Wenn es um kreisförmige Bauwerke geht, hat China aber noch mehr verrückte und wunderbare Megaprojekte zu bieten als nur ein Riesenrad, das der Physik ein Schnippchen schlägt. Wenn du einen Blick auf die Ufer des Perlflusses in Guangdong wirfst, wirst du zweifellos sehen, was ich meine. Ja, es ist dieser gigantische, goldene, runde Wolkenkratzer. Mit einer Höhe von 137 Metern, also 1,5 Mal so hoch wie die Freiheitsstatue, ist der Guangzhou Circle das höchste runde Gebäude der Welt. Die goldene Fassade wird von einer Stahlgitterkonstruktion gehalten, die um 2 entsprechende Aufzugsäulen aus Beton herum gebaut wurde. Aber es ist die 48 Meter hohe Lücke, die das 33-stöckige Bauwerk unterbricht und das Ganze geschickt wie eine klassische Jadescheibe aussehen lässt. Diese ist in der chinesischen Kultur ein Symbol für hohen Rang und Status. Und wenn man bedenkt, dass das Gebäude der Guangdong Plastic Exchange dient, die einen Jahresumsatz von rund 48 Milliarden Dollar macht, wird klar wieso. Aber hinter dem rund 60 Millionen Dollar teuren Entwurf steckt noch mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Aufgrund der Lage auf dem Wasser spiegelt sich das Ringdesign als die Zahl 8 wieder. In der asiatischen Kultur gilt diese Zahl als Glückszahl für Reichtum und Wohlstand. Auch wenn er auf den ersten Blick seltsam aussehen mag, ist dieser Ring ein wahres Konstruktionsgenie. Die Mir-Mine. 1955 machten sowjetische Geologen in einem Teil Sibiriens, den selbst Sibirier als abgelegen bezeichnen, eine kleine Entdeckung. Doch heute ist aus dieser Entdeckung eine der größten Ausgrabungen der Welt geworden. Das ist die wunderbare Mir-Mine, eine der größten Diamantenminen der Welt, mit einer Grube von 525 Metern Tiefe und einem Durchmesser von 1888 Metern. Das ist so tief, dass man 75 normale Bergbau-Muldenkipper von oben nach unten stapeln könnte. Oder wenn du das Empire State Building auf den Boden legen würdest, wäre es mehr als 76 Meter davon entfernt, die Spitze zu erreichen. Wow, das ist ein riesiges Loch. In ihrer Blütezeit in den 60er Jahren förderte diese profitable Grube 10.000 Karat Kimberlit-Diamanten, was etwa 2 Tonnen entspricht. Aber als die Mine 2001 versiegte, wurde sie stillgelegt, nachdem sie in ihrem Leben Diamanten im Wert von 17,28 Milliarden Dollar gefördert hatte. Aber die verlassene, klaffende Öffnung war vom Himmel aus so monströs anzusehen, dass Gerüchte die Runde machten. Manchen zufolge wurden Hubschrauber, die über die Grube flogen, plötzlich hineingesaugt und fast niemand schaffte es lebendig heraus. Obwohl nie Unfälle dieser Art gemeldet wurden, war der Ruf der Grube als potenzielle Todesfalle kein gutes Aushängeschild für die Gegend. Im Jahr 2010 gab das innovative Architekturbüro AB Ellis bekannt, dass es den riesigen Hohlraum in eine moderne Ökostadt verwandeln will. Diese unterirdische Stadt würde auf 3 Ebenen bis zu 100.000 Menschen unter einer riesigen Glaskuppel Platz bieten.
Die Kuppel selbst würde mit Solarzellen ausgestattet sein, um die Stadt mit Strom zu versorgen, und das Sonnenlicht würde in die tieferen, mit Pflanzen gefüllten Schichten geleitet werden, um die Sauerstoffversorgung zu verbessern. So cool es auf dem Papier auch aussieht, leider hat es dieses Projekt nicht geschafft, den Boden zu verlassen, oder besser gesagt, reinzukommen. Es ist aber schwer zu sagen, was es aufhält, die unvermeidlich hohen Baukosten oder der Versuch, 100.000 Menschen zu überzeugen, nach Sibirien zu ziehen. Die National Ignition Facility. Von außen sieht dieses Gebäude vielleicht nicht nach viel aus, aber es enthält ein Megaprojekt, das, im wahrsten Sinne des Wortes, die Physik herausfordert. Es handelt sich um die National Ignition Facility der Vereinigten Staaten, eine laserbasierte Forschungsanlage zur Trägheitsfusion. Für diejenigen, die sich damit nicht auskennen, es handelt sich um den größten Laser der Welt. Vielleicht kennst du dich mit Lasern aus und einige besitzen vielleicht sogar einen Laserpointer. Aber jetzt stell dir vor, das Gerät wäre 3 Fußballfelder groß und bestünde aus 192 einzelnen Strahlen. In einer Milliardstel Sekunde verstärkt und fokussiert dieses Gerät all diese starken Strahlen auf ein Ziel von der Größe eines einzigen Radiergummis. Die Strahlen liefern so viel Energie, dass sie Temperaturen von bis zu 1 Million Grad Celsius und einen Druck von mehr als 100 Milliarden Erdatmosphären erzeugen können. Ja, das gehört nicht in die Augen von Leuten. Die Strahlung ist so stark, dass sie, wenn sie auf einen Diamanten, das härteste Material der Erde, gerichtet wird, den Edelstein nicht nur zerdrückt, sondern ihn auch komplett schmilzt. Aber abgesehen davon, dass es unglaublich cool ist, wofür wird das genutzt? Nun, die Anlage soll Forschern helfen, neue Erkenntnisse über die Funktionsweise des Universums zu gewinnen. Zum Beispiel, wie Sterne aussterben, wie schwarze Löcher wirklich funktionieren und was tief im Inneren von riesigen Gasplaneten vor sich geht. Diese eingeschlossenen thermonuklearen Reaktionen haben auch das Potenzial, die Geheimnisse der grenzenlosen sauberen Energie zu entschlüsseln, etwas, das wir wirklich dringend brauchen. Um dies zu verwirklichen, begannen die Bauarbeiten an der Anlage im Jahr 1997. Aber die Krönung des Baus war der Bau der 130 Tonnen schweren und 9,7 Meter breiten Zielkammer. Der Punkt, an dem all die superstarken Laserstrahlen zusammenlaufen würden. Es dauerte 30 Minuten, um die präzise platzierten Aluminiumplatten vorsichtig in ihren Platz zu heben. Nach 12 Jahren akribischer Arbeit wurde das 3,5 Milliarden Dollar teure Projekt im Jahr 2009 endlich in Betrieb genommen. Die Laser wurden mit 2 Billionen Watt elektrischer Leistung betrieben. Das ist 4-mal mehr Strom, als die USA zu jeder Zeit verbraucht. Bis 2012 wurde die Leistung auf unglaubliche 500 Billionen Watt erhöht. Diese Spitzenleistung muss zwar noch übertroffen werden, aber es ist klar, dass dieses Megaprojekt bei der Suche nach sauberer Energie wegweisend ist. Der Collider der Zukunft. 100 Meter tief unter der französischen und schweizerischen Landschaft liegt eine der unglaublichsten Maschinen, die je gebaut wurde. Das ist das Innere des Large Hadron Colliders, kurz LHC, der sich mit einem Umfang von 27 Kilometern unter der Erde erstreckt und damit der größte Teilchenbeschleuniger der Welt ist. Für alle, die in der Schule auch oft geschlafen haben, ein Teilchenbeschleuniger ist eine Maschine, die Elementarteilchen wie Elektronen oder Protonen auf sehr hohe Energien bringt. Wie hoch nun? Im Fall des LHC reisen 2 Teilchenstrahlen fast mit Lichtgeschwindigkeit, bevor sie zusammenstoßen. Sie können also die 27 Kilometer lange Strecke in weniger als einer Millisekunde zurücklegen. So schnell kannst du nicht mehr blinzeln. Diese Geschwindigkeiten erreichen sie dank des Rings aus supraleitenden Magneten, die die 27 Kilometer lange Struktur säumen und die zur Verstärkung ihres Magnetfelds auf rostige minus 271,3 Grad gekühlt werden. Das ist kälter als der Weltraum. 1624 dieser Magnete, einige von ihnen sind gigantische 15 Meter lang, biegen und fokussieren die Teilchenstrahlen. Gleichzeitig wird die Energie der Teilchen auf ihrem Weg durch Beschleunigungsstrukturen, die rund um den Ring verteilt sind, erhöht. Und wenn diese beiden Strahlen zusammenstoßen, wird die enorme Energie ihres Aufpralls in ein so kleines Vakuum des Raumes gestopft, dass sie explodiert und Masse in Form von subatomaren Teilchen erzeugt. Wie ein Miniatururknall. So atemberaubend das auch klingt, diese Struktur ist nur der Anfang. Im Januar 2019 wurde ein Entwurf für den Future Hadron Collider vorgelegt, der fast 4-mal so groß sein wird wie der LHC und sich in einer Schleife mit einer beeindruckenden Länge von 100 Kilometern drehen würde.
Bei dieser Geschwindigkeit könnten die Wissenschaftler noch größere Kollisionen erreichen, die ihnen einen noch tieferen Einblick in die Beschaffenheit unseres Universums ermöglichen würden. Aber dieses wissenschaftliche Superprojekt wird nicht billig sein. Allein der Bau des LHC hat 9 Milliarden Dollar gekostet, aber dieser zukünftige Collider soll sogar 24 Milliarden Dollar kosten. Dieses Mega-Wissenschaftsprojekt hat also auch einen Mega-Preis. Welches dieser Megaprojekte hat dich wirklich umgehauen und kennst du andere, die mir noch gefehlt haben? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.